Ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen hier bei Hollow Knight und wie bekomme ich am schnellsten auf den Sack? wir sind hier im Mantisdorf in der Höhle des Löwen, wenn ihr so wollt, und haben hier, glaube ich, einen Bossfight vor uns. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal. Ach, guck mal, die kann man sogar. Mantisfürsten. Oh, wow. Okay. Oh. Okay. Okay. Okay, ich sehe, wohin das führt. Man kann sich nicht so gut. Ach, man kann sich nicht so gut heilen, wie ich es gerne hätte. Da kriege ich am ehesten noch Schaden raus. Ach! Okay. Das reicht. Ah. Dreck. Ja. Ich Ich will mich heilen, aber das zu völlig unpassenden Zeitpunkten. Okay. Ganz kurz. Wir brauchen den Kompass eigentlich wahrscheinlich nicht. Baldo beschützt den Träger und fokussieren von Seele mit einem harten Panzer. Und verbricht bei zu viel Schaden. Das brauche ich. Daher halte ich halt wieder was zurück. Theoretisch können wir versuchen, den Wegekompass. Mal für einen Moment wegzulegen. Und diese Dom der Qual da wieder rein zu tun. Genau, ihr seht schon, ich sehe jetzt nicht mehr, wo ich bin. Aber das ist uns vielleicht ja gerade aktuell gar nicht so wichtig, weil wir wissen ja, wo wir sind. Wissen wir, wo wir sind? Ja, wir müssen da hoch. Und ich muss hier links. So. Huch. Genau, jetzt bin ich hier in Mantisdorf wieder. Da rushen da einfach mal schnell durch. Denn wir wollen ja gleich wieder zurück zu den guten Fürsten. Und das geht am einfachsten. Ach, guck mal einer an. Zack, das nehmen wir mit. Die brauchen wir. An denen gehen wir einfach mal kommentarlos vorbei. Und befinden uns quasi wieder hier. Muss ich die alle drei auf einmal herausfordern oder kommen die nacheinander oder ist das nur einer quasi? So. Next try. Nein! Ach, Mist. Wie dumm.
Hallo? Na? Nein, ich wollte gerade. Ich muss da einfach nur schnell sein. So. Jetzt kann ich. Ah. Nein, ach. Diese Diskus, die macht. Oh. Die macht mir immer ganz besonders zu schaffen, die hier. Oh, wow. Okay. Die anderen zwei kommen quasi auf einmal. Das ist ja richtig, richtig gut. Okay, den ersten hatte ich aber. Ihr seht den Zeitraffer, das bringt das uns nichts, ne? Okay. Muss ich die anderen beiden jetzt auch? Also muss ich den ersten nochmal? Wahrscheinlich, ne? Okay, ich werde da besser drin. Oh, voll. Voll und ganz. Ach, wie dumm ist das denn? Ach, ich bin aber auch... Hey, sorry. Das ist gerade wirklich selten dämlich. Ach. Okay, ja, das war nix. Viel zu hektisch. Bis gleich. Okay. Fehleranalysen, ne? Die Diskus, die bringt mich immer völlig durch. Ich muss besser beobachten, wann die Diskus kommt. Und nicht in ihn reinspringen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ach. Okay, es gibt einen Unterschied. Wenn er unten sich, dann ist er direkt unten. Jetzt. Genau. Okay. Jetzt macht er zuerst oben. Ah, okay, das war ein bisschen spät reagiert. Puh. Hallo? Jetzt kann ich wieder... Oben... Okay, jetzt kommen zwei auf einmal. Alter. Okay. What?
Das war dumm. Oh. Okay, 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 okay. Ich habe das Gefühl, ich habe mich nicht schlecht geschlagen. Ich habe mich nicht schlecht geschlagen. Bis gleich. Okay, Leute. Wow. Erneut gegen die Mantisfürsten. Dritter oder vierter Anlauf, ne? Vierter, glaube ich. Den ersten habe ich schon ein bisschen im Griff. Ich glaube, den, wenn ich mich nicht richtig dumm anstelle, müsste easy sein. Vergesst nicht, ich konzentriere mich immer zu hart, um zu reden. Alles gut, alles gut. Nein, okay, das war ein bisschen dumm. Ich wollte springen, sorry. Ah, wie dumm. Ja, ich krieg die Zeit. Ich krieg die Zeit. Ach! Springe ich genau in den rein. Okay, 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 okay. Oh. Na super. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Oh. Okay, nur noch einer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oder kommt noch mal was? Alle drei oder so? Nein? Wirklich? Das war's? Ernsthaft? Und jetzt?
Hallo? Ich darf da links rein? Es kommt jetzt. Ich habe sie besiegt. Wow, ich hätte es nicht gedacht, dass es doch so schnell geht. Tiefennest. Neues Gebiet, oder was? Okay. Da oben ist eine Scherbe. Ich glaube, ohne eine Lampe würde ich hier gar nichts sehen. Aber ich habe wirklich keine Belohnung gekriegt, außer... Was ist das? Conifer, oh. Dieser Ort lässt mich kalt den Rücken runterlaufen. Fiese kleine Kreaturen kommen aus allen Löchern um die Wege, sind ein dunkles, verzwicktes Labyrinth. Wenn du nicht gut vorbereitet bist, empfehle ich dir, diesen Ort zu verlassen. Wenn du aber dein Glück versuchen willst, willst du vielleicht meine Karte kaufen? Ja. Das würde ich tatsächlich gerne. Jetzt habe ich natürlich keinen Kompass dabei, ne? Es ist schon ein bisschen beengend, diese Atmosphäre hier. Trotz Lampe. Was ist das? Geo. Auch hier, Geo. Es ist ein bisschen beengend. Es ist wirklich, du hast das Gefühl, dir schnürt so ein bisschen die Luft ab. Okay. Da kommen so Würmer. Okay. Alles klar. Schon ein bisschen krass. Mir bleibt so ein bisschen die Sprache hier gerade auch weg. Weil ich die Atmosphäre einfach wieder ultra feier. Das Spiel schafft es einfach wirklich. Uah. Verdammt, ich schafft es wirklich in jedem Gebiet, finde ich. Einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Das ist unglaublich. Hier kommt doch ein Wurm, oder? Ja, genau. Moment, ich will einmal ganz kurz Tiefennest da unten. Guck mal, wie weit das geht. Wow. Oh, wow. Nee, Aluba brauche ich nicht. Wo war denn der? Guck mal hier. Mantisfürsten, Anführerinnen des Mantis-Stammes und gleichzeitig ihre stärksten Kriegerinnen. Ach, das sind Frauen. Sie tragen dünne Nagellanzen und greifen blitzschnell an. Der Mantis-Stamm und die Käfer des alten Heilandsnest waren einander nicht Freund. Doch die Mantis überdauerten ihre Rivalen und ihre Zivilisation hat weiterhin Bestand. Ja, nicht gerade freundliche Gesellen. Wo sind denn die... Aluba waren das nicht. Was waren das gerade?
Nee. Krabbler? Nein. Hey, ich hatte doch gerade so ein... Ihr wisst, was ich meine, oder? Baldur? Nein. Was sehe ich das Ding gerade? Hä? Das hier, Dreckschaber. Wimmelnde Räuber des Tiefnests gräbt sich durch die Erde und bricht an die Oberfläche, um seine Beute zu überraschen. Den meinte ich gerade. Uah. Okay, das war unerwartet. Puh. Ich bin da manchmal ein bisschen froh, dass ich diesen, Panzer da anhab. Uah. Den hier will ich auch noch einmal töten. Und einmal... Tiefenjäger, den hatte ich gerade, ne? Krabbelt an Wänden und Dächern entlang und spuckt brennendes Gift auf alles, was vorbeikommt. Euskidi, Poiskidi. Komme ich da links? Da links muss ich eigentlich auch noch irgendwie... Kann ich die Dinger eigentlich töten? Ich traue es mich gerade noch nicht. Drei brauche ich für die. Okay. Ja, die kommen halt ein bisschen unerwartet aus dem Boden. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür Anzeichen finden kann. Oder ob die wirklich einfach kommen. What? Der springt mich da einfach an. Das war ja gemein. Ich habe leider auch überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Und ob ich hier wieder zurückkomme. Oder nicht. Oder in welche Richtung ich gehen muss. Ne, hier kam ich her. Ja, Leute. Ich glaube, ich mache hier gerade einfach nochmal einen Rückzug. Die sind mir jetzt auf jeden Fall... Habe ich jetzt hier durch das Mantisdorf eigentlich freie Bahn? Moment, ich will mir ganz kurz mal die Karte angucken. Huch. Irgendwie so rechts und links und so. Ach, irgendwie sieht das alles noch nicht so... Das sieht ein bisschen düster aus da rechts, ne? Tiefennest. Auf jeden Fall noch nicht so, als würde ich da schon alles richtig gut gesehen haben. Vermutlich komme ich da bei dem oberen roten, komme ich wieder raus, wenn ich da rechts rumgehe. So schätze ich mal. Tiefennest. Ist auf jeden Fall interessant hier. Das scheint noch richtig groß zu sein, richtig riesig. Stadt der Tränen, da sind wir auch noch nicht durch, ne? Da gibt's auch noch. Da gibt's auch noch was zu entdecken. Meine Güte. Wir gehen da wieder weiter. Ich glaube, das wird auch unser nächster Step sein. Ah, oh. Tatsächlich. Bin hier quasi jetzt, die verbeugen sich vor mir, weil ich die Fürsten besiegt habe. Ah,
Ist das schön. Oh. Habe ich hier irgendwas übersehen? Gibt's hier irgendwas? Ich kann mich... Guck mal, den hier, ne? Hier war ich nämlich noch nicht drin. Oh, ich würde gerne zu dieser Bank. Was ist das? Zeichen des Stolzes. Moment. Zeichen des Stolzes? Das hier? Vom Stamm der Mantis an diejenigen vergeben, die von ihnen respektiert werden. Nice. Erhöht die Reichweite des Nagels des Trägers dramatisch, sodass Gegner aus größerer Entfernung getroffen werden können. 3 Stück. Euskidi Poiskidi. Wo geht's da rechts rum? Ausruhen. Nice. Ich glaube, den hier... Ach, ich brauche mehr Sockel, Leute. Stabiler Körper ist gut. Baldur-Panzer brauche ich nicht zwingend. Komm, der hat mir bis jetzt noch nicht so richtig viel genützt. Dann nehme ich lieber... Ach, ich weiß auch nicht. Dorn der Qual. Sporenpilz. Stabiler Körper brauche ich. Den finde ich wirklich wichtig. Wegekompass brauche ich gerade auch. Und jetzt will ich mal Zeichen des Stolzes ausprobieren. Alter, das ist ja richtig weit, glaube ich. Was ist das? Siegel von Heilands Nest. Ist nicht das erste, das ich habe, ne? Alter, das ist eine Schatztruhe. Hier kommt meine Belohnung. Hui, 620. Das ist mal mächtig. Wow. Okay, das hat sich doch gelohnt. Ich will ganz kurz, Siegel von Heilands Nest war das hier, ne? Journal des Wanderers, Siegel von Heilands Nest. Ich weiß noch nicht so richtig, was die uns bringen. Ob das nun Collectibles sind oder ob da noch mehr dahinter ist. Ich glaube, mehr gibt's hier direkt nicht, ne? Vielen Dank dir. Oh, ich finde es cool, dass die sich jetzt verbeugen. Das finde ich wirklich schön. Ich kann gerade ganz schwer einschätzen. Ich kann gerade ganz schwer einschätzen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber wir haben uns ja da unten schon ausgeruht, ne? Da drin. Das ist gut. Sorry, dass ich hier gerade so ein bisschen hin und her gehe. Wir werden... wir werden uns auf das nächste... auf den Weg machen beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt gerade nochmal zurück zur Bank. Und... werde nochmal ganz kurz angucken... Okay, jetzt haben wir da auch ein bisschen mehr Karte. Da unten werden wir das nächste Mal lang gehen. Weitergehen. Werden das Tiefennest erkunden. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit.